Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, heute ist das Wochenorakel dran. Letzte Woche, ja, habe ich pausiert, weil Ferien waren. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir jetzt einfach mal eine Auszeit. Und ja, jetzt starte ich wieder los mit dem Wochenorakel. Und zwar heute das Wochenorakel für die Zeit vom 26. Februar bis zum 3. März. Und ich schaue hier mit den Urlänner die Themen an für die kommende Woche. Welche Themen zeigen sich? Wir legen hier keine Themen fest. Es ist auch wie immer ein allgemein gültiges Orakel. Was bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und ich habe hier noch eine Botschaft aus den magischen Hexenkarten gezogen, um einfach noch ja eine Botschaft für diese Woche fürs Kollektiv zu bekommen. Wenn du von mir eine Kartenlegung haben möchtest, dann schreib mir einfach ein E-Mail. In der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Und ich starte jetzt einfach mal mit der Hexenkarte der Woche. Was ist also das Hauptthema? Worum geht es hier in dieser Woche? Und da haben wir den Stock. Und da geht es darum in dieser Woche, diese magische Hexenkarte unterstützt dich dabei, schwierige Entscheidungen zu treffen. Also es scheint jetzt hier in dieser Woche, es scheinen hier Entscheidungen anzustehen und diese Karte soll dich dabei unterstützen, die Kraft zu erlangen, um klar und ehrlich in die Welt zu gehen und natürlich auch dann deine Entscheidung mitzuteilen, klar und ehrlich sozusagen. Verwende diese Hexenkarte, wenn ein klärendes Gespräch ansteht, um gestärkt in deine Zukunft zu gehen. Also das können jetzt hier private Entscheidungen sein, berufliche Entscheidungen. Und diese Hexenkarte soll dich jetzt in dieser Woche genau dabei unterstützen. Also da geht es jetzt mal hauptsächlich in dieser Woche um klärende Gespräche und um Entscheidungen. Und diese natürlich dann auch klar zu kommunizieren. Jetzt schauen wir uns die Lenormand-Karten an, was es da hier zu sagen gibt. Und da haben wir die Lilien. Es können natürlich auch hier familiäre Entscheidungen getroffen werden. Die Lilien stehen für die Familie. Die Lilien stehen aber auch für die innere Balance, das innere Gleichgewicht. Vielleicht entscheidest du dich auch dafür, ja, wieder deine innere Balance wiederherzustellen, ins Gleichgewicht zu kommen. Diese Karte steht aber auch klassisch für die Affäre. Also es kann natürlich auch sein, wenn du die Affäre bist, dass hier eine Entscheidung ansteht, entweder von dir oder von deinem Gegenüber. Als nächstes haben wir die Karte das Kind. Okay, normalerweise ist Schwangerschaft immer, ja, Kind, Lilien und Störche. Aber hier kann es auch tatsächlich um Schwangerschaften gehen. Vielleicht entscheidest du dich mit deinem Partner, jetzt Kinder zu bekommen. Ansonsten steht das Kind für Kinder, die vielleicht schon da sind. Vielleicht hat die Entscheidung mit den Kindern zu tun, mit den Enkelkindern. Oder aber auch steht diese Karte für einen Neubeginn. Entweder einen Neubeginn in der Familie oder für dich einen Neubeginn, dass du einfach dich entscheidest, wieder in dein inneres Gleichgewicht zu kommen. Oder aber auch innerhalb einer Affäre, dass hier ein Neubeginn angezeigt ist. Schauen wir einfach weiter. Wir haben hier den Mond, der steht für die Gefühlswelt, aber auch für Ängste, für alles, was im Unterbewusstsein ist. Also es geht hier eher in dieser Woche um emotionale Themen, emotionale Entscheidungen, alles, was Familie, Liebe, Partnerschaft, Harmonie, was das betrifft, da scheint es in dieser Woche ja Entscheidungen zu geben. Dann haben wir das kleine Glück. Natürlich, wenn du in einer Affäre bist, sieht das Ganze hier wirklich nach einer klassischen Affäre aus. Es kommt immer wieder zu kleinen Glücksmomenten, aber das Kleeblatt steht eben auch so für die Unverbindlichkeit, ja, dass man hier nicht verbindlich sein möchte. Vielleicht entscheidet man sich auch dafür, ja, wenn das dein Lebensweg ist oder dein Gegenüber hat sich für diesen Weg entschieden, du bist nur die Affäre und dein Gegenüber wird dir das klar auch so mitteilen oder du möchtest das. Oder es gibt einfach auf kurz oder lang eine familiäre Entscheidung oder eben ganz klassisch, dass du dich für dich entscheidest, um in deine innere Balance wieder zu kommen. Und weiter geht, ja, da haben wir es schon. Ich habe vorhin noch gesagt, Störche wäre dann hier klassisch mit einer Schwangerschaft.
Es kann hier auf jeden Fall eine Schwangerschaft angezeigt werden. Vielleicht möchtet ihr jetzt Familie gründen oder du bist vielleicht schon schwanger. Und ja, jetzt werden eben hier Entscheidungen getroffen. Oder aber es geht hier ganz klassisch um Veränderungen. Veränderungen innerhalb der Familie, Veränderungen mit Kindern, Veränderung auf deiner emotionalen Ebene. Und als letztes haben wir die Karte, die Wolken. Unsicherheiten, Unklarheiten müssen jetzt rausgehen. Die werden sich jetzt hier verändern, weil man hier eine Entscheidung getroffen hat oder in dieser Woche noch treffen wird, ja? Also diese Woche steht ganz klassisch für Entscheidungen, für Harmonie, für Frieden. Die dunklen Wolken ziehen raus, weil man jetzt endlich eine Entscheidung getroffen hat oder eben in dieser Woche noch treffen wird. Ja, also hier sehen wir weder finanzielle Themen noch berufliche Themen. Es geht hier ganz stark um dich, um deine innere Balance. Wenn du eine Affäre hast, dann geht es hier um die Affäre. Wenn du schwanger bist, geht es um die Schwangerschaft. Wenn du Kinder hast, kann es um die Kinder gehen. Ja, ganz klar ist aber, egal welches Thema bei dir jetzt wichtig ist in dieser Woche, es geht darum, dass du klare Entscheidungen triffst und diese Entscheidungen auch ganz klar kommunizierst. Und dadurch werden sich die dunklen Wolken, die Unsicherheiten, die Unklarheiten, ja, beseitigen. Also eine Woche voller Entscheidungen. Es kann aber auch sein, dass hier diese Entscheidungen durch jemand anderen getroffen wird. Dann hat das aber auch hier ein Stück weit mit dir zu tun. Ja, ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Woche. Wie immer freue ich mich auf den nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Liebe. Ciao!